Och, guck mal hier. Ulfs Computer ist ja an. Ja, hallo, liebe Fans des runden Leders. Ich bin's, Mattes, und heiße euch willkommen im Fußballbüro. Morgen, Mattes. Morgen. Wo ist denn eigentlich Ulf? Na, er hat Urlaub genommen. Ist nach Cottbus zum Spiel von Energie gefahren. Ach ja, und ich darf den Block zum 29. Spieltag machen. Ach Gott, ich bin ja gar nicht richtig vorbereitet. So, was ist denn los am Wochenende? Topspiel Bayern-Schalke. Wo ist denn das Ding hier? Hallo aus dem Fußballbüro. Hallo, hallo. Hier spricht der Experte. Hallo. Ulf. Ach, Mattes. Ulf. Geschätzt. Ja, bevor du es wieder vergeigst. Hier, die Fakten. Hör zu. Schalke 04 könnte mit einem Sieg den Bayern die Meisterschaft vorzeitig versalzen. Hast du gehört? Wieso haben die denn ein gleichberechtigtes Trainer-Trio? Nee. Was ist denn das? Du hast mal wieder gar keine Ahnung. Die stimmen demokratisch über die Aufstellung ab, ja? Zum Glück sind es drei und keine gerade Zahl, ja? Sonst käme da nie eine Entscheidung zustande. Hast du gehört? Nie. Für die anderen zwei, da ja, also ja, Mike Hüskens, ja, interessiert sich eh keiner. Und wofür sind Mulder und Reck dann da? Nach dem Spiel können doch nicht drei Trainer auf einmal interviewt werden. Sähe auch blöd aus, oder? Die Rechnung ist ganz einfach, Holzkopf, ja? Drei Trainer, drei Punkte in jedem Spiel, bisher extrem erfolgreich. Guck mal, jetzt kommt ja gerade die Polizei vorbeigefahren, ich höre die Geräusche. Also gewinnt Schalke. Du hast's erfasst, ne? Genau wie Hamburg in Dortmund. Die Fischköpfe sind nämlich voll, ausnahmsweise mal nicht gegen die Bremer zu spielen. Ne? Der Wiese sieht den Petritsch mittlerweile öfters als seine Freundin. Oh. Und jetzt zu den restlichen Partien. Ja? Yeah. Der VfB Stuttgart, Leverkusen, den Schwung aus der Verlängerung im DFB-Pokal-Halbfinale mitnehmen kann, kann Karlsruhe sich in Ruhe auf die zweite Liga einstellen. Im Stadion der Freundschaft hört am Sonntag die Freundschaft auf. Ja? Dank meiner ausgeklügelten Anfeuerungstaktik gelingt Energie Cottbus die Überraschung der Saison. Ja? Zieht den Wölfen die Zähne und gewinnt 3-2. Ja? Das war's. Alles klar, Mattes? Hallo? Bist du noch dran? Hallo? Mattes! Was? Schalke gewinnt, ne? Wolfsburg kriegt drei Dinger rein. Oh, hast du mir nicht zugehört? Achso. So, ja, und jetzt meine Prognose zum UEFA Cup. Oh, ja? Gott, ne. Ulf, das Netz ist ganz schwach. Ach, sowas Dummes. Ich bin ja bei der Telekom. Netz tot. Warte. Oh, so. Das war's aus dem Fußballbüro. Tipp mit bei Schlag den Ulf und genießt den Spieltag. Tschüsschen. Oh Mann. Oh, nee.